Jetzt kommt die nächsten zwei Fragen von Stefanie Super Goodie. Goodie, Goodie. Super Goodie, denke ich mal. Oder Super Goodie. So, Stefanie, so, wir werfen uns auch schnell noch in den Lostopf. Erste Frage: Bist du lieber der Geschenkeplaner oder der Last-Minute-Panik-Shopper zur Panik-Shopper zu Weihnachten oder Feierlichkeiten? Panik, nein. Geschenkeplaner, ah, das ist jetzt schwer zu warnen, du Heiligsblechle. Es gibt manche Sachen, wenn ich, also wenn es um Geburtstage geht, kann es sogar sein, ist mir auch schon passiert, dass ich ein halbes Jahr vorher schon ins Geburtstagsgeschenk hatte. Also Geschenkeplaner, ja. Kommt vor, aber ändert, also aber ohne Panik, der Last-Minute-Shopper. Ja, dieses Jahr auch mal wieder. Und zu Weihnachten. Hauptsächlich zu 99, also zu 95% zu Weihnachten, weil ja, also Richtung Shopper, Last-Minute-Shopper, aber ohne Panik. Außer heute. Heute war natürlich wieder das mit dem Wurstbeutel-Container und für meinen Vater was besorgt, der Laden natürlich zu gehabt. Und jetzt natürlich, klar, ich habe jetzt mich vorher noch beschwert, beziehungsweise in einem der vorigen Videos sagt, ah, die sind heute durchgedreht bei mir in der Stadt. Und es stimmt auch, also das ist da vorne Gaga. Aber ich muss morgen gucken, dass ich für meinen Vater das Geschenk besorge. Weil der Laden, wo ich das Geschenk besorge, der hat hundertprozentig zu. Ab Mittwoch. Weil das ist, ich denke mal, ja. Also, ja. Also auf jeden Fall definitiv Last-Minute-Shopper. Aber Panik? Nee. Zweite Frage. Lieber ein Sack voll Flöhhüten oder ein Blind Date? Wie meinst du das mit Flöhhüten? So wie es wirklich heißt, ein Sack mit Flöhe? Oder ein Blind Date. Also wenn jetzt das im übertragenen Sinn bedeutet, Sack voll Flöhhüten, zum Beispiel in harte Kinder oder sowas, dann definitiv die Kinder. Wenn du jetzt wirklich meinst, also als Beispiel jetzt mit den Kindern, wenn du jetzt wirklich meinst, ein Sack, wenn du mir einen Sack hinstellst mit Flöhe drin, dann definitiv das Blind Date. Da kann ich nach 5 Minuten abbrechen und ich sage, oh, leck, Ade, zieh ich mir so noch von hinten oder wenn ich aufs Kaffee reinkomme und ich so, ui. Kann ich natürlich auch dann gleich umdrehen. Da ist ja nicht gesagt, dass ich mich danach hinsetzen muss. Also, liebe Steffi, definitiv, wenn es wirklich Flöhe sind, dann ein Blind Date, wenn du mit Blind Date, wenn du mit Flöhe oder Kinder meinst oder was weiß ich was. Das heißt ja immer Sack voll Flöhüten, wenn harte Kinder oder viele Tiere zum Beispiel, kann man natürlich auch im übertragenen Sinne so sagen, dann definitiv die Kinder oder die Tiere. Dann kann mir das Blind Date gestohlen bleiben. Aber Blind Date, ja, wenn es wirklich richtige Flöhe sind, nee, weil die kriegst dann, wenn dann draußen, weg von meiner Wohnung, die dann bitte nicht reinkommen und nicht auf meine Hunde springen, weil es gibt mal manche Flöhe, die auch auf die Menschen rüberspringen. Und nee, brauche ich nicht. Liebe Grüße und einen schönen zweiten Advent für dich und deine KKG von Adele, Destiny, Donat, Flummi und Luca und ihren Futtermeisterinnen. Ich muss dazu sagen, liebe anderen Abonnenten, ich kenne die Steffi privat. Die wohnt nämlich gerade in der Parallelstraße von mir. Ich hoffe, das durfte ich jetzt sagen, aber ich denke mal, das ist ja okay. Und die aufgezählten Namen sind ihre Pferde. Weil ich hatte ja auch. Und ja, und ich kenne die Pferde und ich total süß. Absolut, Flummi. Und ihre Futtermeisterin, damit meint sie sie und ihre Tochter, weil sie hat ja für ihre Tochter mitgemacht. Hat nicht funktioniert, leider, Steffi, sorry. Aber nächstes Mal, ihr wisst,
Irgendwann klappt es, aber ihr wisst ja, ich bin fair. Sie kennt mich halt schon eine Weile. Und was heißt eine Weile? So lange kennen wir uns jetzt auch nicht. Aber wir kennen uns und wir vertragen uns gut. Und du kommst auf jeden Fall ins Elsass. Definitiv. Hat sie auf jeden Fall gesagt, sie dürfe kommen. Von mir aus, nimm dein ganzes Bagage mit. Also nicht die Pferde, sondern dein ganzes Bagage. Die trampeln mir der ganze Rasen dann kaputt. Das geht natürlich nicht. Aber ja, die Steffi ist eine ganz süße und ihre Tochter ist auch ganz knuffig und sie hat noch ein Männlein. Der hat mir damals geholfen, meinen alten Schlafzimmerschrank auszubauen. Danke nochmal dafür. Finde ich geil. Und ja, also Steffi und ich, wir sehen uns definitiv mal wieder und sie hat auch einen Hund und ja. Wäre cool gewesen, wenn du gewonnen hast. Es tut mir halt leid, du weißt ja, wie ich es meine. Und deine Tochter weiß es auch. Das wäre mal cool gewesen, für Pferde einzukaufen. Mal wieder ins Equiva fahren. Wäre natürlich mal wieder geil gewesen. Aber du weißt, kommt ja wieder ein Gewinnspiel. Vielleicht bist du ja dann da dabei. Mal gucken. Und es ist ja nicht das letzte Gewinnspiel. Und deine Pferde, grüß mir deine Pferde, grüß mir deine Tochter, grüß mir dein Männlein. Und dein Bauzi. Und ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich brauche nur darüber gucken. Dann weiß ich genau, da drüben steht ihr Haus. Ja, liebe Grüße, Steffi, an dieser Stelle. Und ich hoffe, ich konnte deine Frage gut beantworten. Das war's, ihr Lieben. Bis morgen. Ich muss jetzt nämlich nur noch nee, zwei Fragen von einer Abonnentin beantworten. Und wer das ist, ist ja ganz klar. Tschüss, macht's gut.